Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex. Wie immer hier willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben mal wieder Nachrichten zu Call of Duty Black Ops. Nicht unbedingt Nummer 4, wobei zu Nummer 4 auch ein bisschen was. Aber es soll sich hauptsächlich jetzt mal um Black Ops 3 drehen, denn dafür haben wir wieder schon neuen Content. Unfassbar. Wir haben nicht nur neuen Content, nein. Fangen wir direkt mit der besten Nachricht an. Und zwar hat Activision, beziehungsweise auf der Sony-Pressekonferenz auf der E3, wurde es bekannt gegeben, dass Black Ops 3 ab heute für alle PlayStation Plus-Member, was wahrscheinlich eigentlich alle sind, die online zocken, weil man ja für die meisten Spiele PlayStation Plus braucht, um online zu spielen. Auf jeden Fall ist für die meisten Spieler, natürlich für alle Spieler, die PlayStation Plus haben, ab heute Call of Duty Black Ops 3 tatsächlich gratis verfügbar. Ich habe dafür einen Monat Zeit, das Ganze einzulösen. In dem Moment, wo ich das Ganze hier aufnehme, ist das aber noch nicht im Store. Dazu ein kleiner Tipp von mir, klickt auf jeden Fall, auch wenn ihr nur die Disc-Version habt, in den Store rein und klickt drauf, zur Bibliothek hinzufügen, dann habt ihr das Spiel für immer, auch wenn ihr die CD theoretisch verlieren würdet, verkaufen würdet, was auch immer damit machen würdet. Das ist ein kleiner Tipp von mir, macht es auf jeden Fall und alle, die noch kein Black Ops 3 haben, dann jetzt habt ihr es gratis so ungefähr. Und dazu noch eine Nachricht für alle, die über den PlayStation Store sich Call of Duty Black Ops 4 vorbestellen, ebenfalls noch ein weiteres Extra für tatsächlich Call of Duty Black Ops 3. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass es die Remakes von Slums aus Black Ops 2 sowie von Jungle, Firing Range und Summit aus Black Ops 1 ja in Black Ops 4 gibt. Und für alle, die jetzt Black Ops 4 im PSN vorbestellen, erhalten diese 4 Karten tatsächlich in Black Ops 3. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen auch noch ein DLC sehen, dass alle das wahrscheinlich kaufen können. Aber ihr erhaltet tatsächlich 4 neue Karten in Black Ops 3. Es ist wirklich unfassbar. Das Spiel ist jetzt bald 3 Jahre alt und wir bekommen immer noch Content. Das Ganze nennt sich das Back in Black Map Pack. Unfassbare Sache, wirklich. Also Leute, ladet euch das Ganze herunter. Das Ganze war es jetzt erstmal von der E3. Wenn noch was weiteres kommen sollte, kommen natürlich noch weitere Videos hinzu. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, ab in den PlayStation Store und holt euch jetzt Black Ops 3 kostenlos. Natürlich, wenn wir schon neue Maps hinzukriegen, kriegen wir auch ein Update hinzu. Und zwar Update 1.3.0 ist nun eben bei Black Ops 3 live gegangen, welches uns noch ein paar weitere Sachen hinzugibt. Natürlich nicht nur die neuen Multiplayer-Karten werden durch mit eingespeist, kann man sagen, sondern auch Operation Heatwave ist jetzt da, welches uns ein paar neue Sachen bringt. Und zwar 2 neue Spielmodi. Und zwar einmal Snipers Only, was Team Deathmatch ist, allerdings nur mit Scharfschützengewehren, was mega cool ist. Und einmal das altbekannte Sticks and Stones, was wir schon in alten Black Ops Teilen hatten, also ein Frei für alle, wo wir entweder mit der NX Shadow Claw oder dem Ballistic Messer spielen und damit Kills machen müssen. Und dazu haben wir noch dieses Wurfmesser, diese Axt. Und wenn wir damit einen Gegner töten, wird seine Punktzahl auf 0 wieder zurückgesetzt. Und so muss man versuchen, am Ende die meisten Punkte zu haben. Und dazu gibt es auch noch den neuen Modus, das neue Schwarz, was halt diese Back-in-Black-Karten sind. Wenn ihr also dieses Map-Pack habt, könnt ihr diesen Modus spielen, wo es nur diese Remakes gibt. Allerdings, ja, kann man es momentan nicht einzeln kaufen. Ich bin mal gespannt, ob wir dazu noch irgendwas bekommen werden. Passend zu diesem Event gibt es noch eine Visitenkarte hinzu. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schickt das gerne weiter an eure Freunde, damit ihr mit dem Black Ops 3 zocken könnt, damit die Bescheid wissen. Und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen für weitere Videos zu Call of Duty. Natürlich auch zu Call of Duty Black Ops 4. Werden wir bestimmt noch ein bisschen was sehen die nächsten Tage. Ich wünsche euch viel Spaß mit Black Ops 3, wenn ihr es jetzt kostenlos euch runterladet. Und dann sehen wir uns hier demnächst wieder.